Willkommen zurück beim Lernzyklus Kombinatorik. Jetzt weißt du, wie man die Anzahl an Möglichkeiten berechnet und kombinatorische Aufgaben mit einem Baumdiagramm löst. Schauen wir uns an, wie wir unser bisher Gelerntes umsetzen können. Hierfür werden wir uns einem Rätsel widmen. Timo ist in einem Burgerlokal essen. Als die Kellnerin ihn nach seiner Bestellung fragt, antwortet Timo: "Ich hätte gern einen Burger, der aus zwei Burgerbrötchen, einem oben und einem unten besteht. Außerdem sollen in den Burger Fleisch, Salat, Käse und Tomate hinein. Diese dürfen aber innerhalb der Burgerbrötchen nur in einer ganz bestimmten Reihenfolge vorkommen. Der Käse soll weiter oben im Burger liegen als der Salat. Zwischen dem Käse und der Tomate soll keine weitere Zutat liegen. Das Fleisch soll eines der Burgerbrötchen berühren. Und der Käse soll entweder ganz unten oder ganz oben liegen." Die Kellnerin notiert sich Timos Anweisungen. Verwirrt kommt sie mit diesen Notizen zu dir. Kannst du ihr helfen und ihr sagen, in welcher Reihenfolge die Zutaten in Timos Burger gelegt werden sollen? Diese Art von Rätsel nennt sich Logikrätsel. Wir haben Informationen gegeben und sollen uns anhand dieser Angaben die fehlenden Informationen logisch herleiten. Du kannst dir zunächst alle Möglichkeiten, wie der Burger mit den vier Zutaten belegt werden kann, berechnen und dann in einem Baumdiagramm aufzeichnen. Erinnere dich zurück an unser Baumdiagramm mit den Bausteinen. Hier hatten wir in der untersten Reihe die Bausteine, die ganz unten im Turm waren. Dann die Steine in der Mitte des Turmes und zu guter Letzt die oberen Steine des Turms. So kannst du nun bei dem Burgerrätsel auch vorgehen. Ganz unten zeichnest du also alle Möglichkeiten für die Zutat, die ganz unten in den Burger kommt, und so weiter. Jeder der Pfade stellt dann eine Reihenfolge, also eine bestimmte Anordnung der Zutaten dar, nach der der Burger belegt werden kann. Danach kannst du die Informationen, die du gegeben hast, mit dem Pfaden deines Baumdiagramms vergleichen. Wenn in einem Pfad eine Reihenfolge vorkommt, die laut Timos Anforderungen so nicht sein darf, dann kannst du den Pfad ausschließen. Also, wenn in deinem Baumdiagramm eine Anordnung von Zutaten vorkommt, die Timo laut seinen Anweisungen so nicht möchte. Das kannst du so lange machen, bis du alle Pfade mit allen Informationen verglichen hast und dir nur mehr ein möglicher Pfad übrig bleibt. Dieser ist dann Timos präferierte Reihenfolge. Mit diesem Wissen können wir losstarten. Zunächst brauchst du aber ein Blatt Papier und einen Stift. Alles bereit? Stoppe das Video und starte es wieder, wenn du bereit bist, deine Ergebnisse zu vergleichen und die Frage nach Timos präferierter Reihenfolge zu beantworten. Wir kommen zur Auflösung. So sieht Timos Burgerwunsch aus. Das Fleisch gehört nach ganz unten, direkt auf das Burgerbrötchen. Auf das Fleisch kommt dann der Salat, dann die Tomate und ganz oben, unter das obere Burgerbrötchen, der Käse. Ich erkläre dir jetzt, wie man zu der richtigen Lösung kommt. Hier siehst du mein Baumdiagramm mit den 24 möglichen Reihenfolgen für die vier Zutaten. Die braunen Quadrate stehen für das Fleisch, die grünen für den Salat, die gelben für den Käse und die roten für die Tomate. Hier ganz unten habe ich die Möglichkeiten für die Zutat, die ganz unten in den Burger soll. Hier die für die Zutat, die als zweites im Burger liegt. Hier die dritte Zutat. Und hier die Möglichkeiten für die Zutat, die ganz oben im Burger liegt. Durch die erste Information, die Timo uns gibt, können wir alle Pfade ausschließen, in denen der Käse weiter unten im Burger liegt als der Salat. Also diese Pfade fallen weg. Es bleiben nur noch 12 mögliche Anordnungen der Zutaten übrig. Schauen wir uns die zweite Information an. Es soll keine Zutat zwischen dem Käse und der Tomate liegen. Die beiden sollen also nacheinander in den Burger kommen. Alle Pfade, in denen das nicht der Fall ist, also diese, können wir ausblenden. Mit nur noch 6 möglichen Kombinationen schauen wir uns die nächste Information von Timo an. Das Fleisch soll eines der Burgerbrötchen berühren,
Also ganz oben oder ganz unten liegen. Die Pfade, bei denen das Fleisch in der Mitte des Burgers liegt, kommen also nicht mehr in Frage und wir können sie ausschließen. Nur mehr vier Pfade übrig. Mit der letzten Information können wir jetzt den richtigen Pfad finden. Der Käse soll entweder ganz unten oder ganz oben liegen. Es gibt nur mehr einen Pfad, auf den das zutrifft, nämlich diesen hier. Timos Burger soll also das Fleisch unten, darauf den Salat, dann die Tomate und dann den Käse obendrauf haben. Die Kellnerin ist dir sehr dankbar, dass du über diese Bestellung geholfen hast. Und Timo wird sich sehr über seinen Spezialburger freuen. Gut gemacht. Jetzt bist du für weitere Rätsel dieser Art und kombinatorische Aufgaben gut gewappnet. Ich hoffe, du hattest Spaß mit diesem Videozyklus und konntest etwas für dich mitnehmen. Tschüss!